So, hallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir Tekkit Classic. Mal kriege ich den Namen sogar auf die Reihe. Wir haben zwar eigentlich schon versucht, das Ganze nochmal aufzunehmen, 6 Folgen lang. genau. Aber dann habe ich bei 3 davon meine Stimme irgendwie nicht aufgenommen, beziehungsweise nicht ich habe sie nicht aufgenommen, sondern mein Programm hat sie nicht aufgenommen. Ja, und ich habe es auch irgendwie gefailt und deswegen Machen einfach wir das Ganze nochmal. das Ganze von vorne. Macht ja Genau. nichts bei 6 Folgen und dann, ja. Und ich sehe, wir haben 2 Vulkane um die Ecke. Ich finde das Finde ich cool. schon mal gut. Ich würde sagen, wir sollten in der Nähe des Sees uns unser Haus bauen. Ja, fände ich okay. Wir Und hatten ja an chillen sich uns da schon mal einfach ein. ein Tekkit Classic LP, aber Ganz, ganz am Anfang, das werden ja. ein, zwei Leute von euch noch wissen. Oder gar Wurde dann keiner. irgendwann mal abgebrochen, mangels Motivation. Aber jetzt ist die Motivation wieder da und deswegen geht's weiter. Genau. Und das Ganze wird so ablaufen, dass wir immer abwechselnd aufnehmen. Also ein Tag kommt es bei mir von meiner Sicht, ein Tag von seiner Sicht und so weiter und so weiter. Und das spart jedem von uns einfach mal die Hälfte der Arbeit. Genau. Und ihr seht auch mal alles nicht nur aus einer Sicht. Richtig. Oder müsst ihr euch nicht entscheiden, welche Sicht ihr lieber schauen wollt. Genau, weil wir euch quasi zwingen, eine zu schauen. Genau. So muss das. Ja, ansonsten Tree Assist ist drauf. Ansonsten habe ich, glaube ich, kein einziges Plugin drauf. Ich werde auch kein Plugin wahrscheinlich drauf mehr draufpacken. Zumindest die Warp-Plugins finde ich immer recht nervig, weil man sich sonst nur rumportet und nicht mehr läuft. Ja, ein bisschen öde. Und wie war es? Es gibt ja auch Teleporter, oder? Ja, eben. Da baut man lieber Teleporter, die kann man noch bauen und so. Zwar aufwendig wie Sau, aber Neu, aufwendig sind sie eigentlich nicht. Kosten halt Strom wie Sau. ja, das stimmt. Aber da packst du halt irgendwie ein HV-Solarpanel hin, wenn man denn eins hat. Hat man ja irgendwann. Und zusammen mit einer MFSU und dann passt das schon. So, also ich bin hier unten an diesem kleinen See. Gut, ich sammle gerade noch Holz. Schnapp dir lieber eine Axt. Mach ich ja. Gut, Aber ich habe habe ich den auch. Baum schon angefangen, deswegen erkennt das Plugin den nicht mehr als komplett. Ja. Ist Ich er hol ja sie auch. halt gerade ein Weilchen Holz ab, damit wir hier irgendwo ein Haus hinklatschen können. Und ich habe übrigens schon wieder Schafe gefunden. Ist ja super. Ja, läuft bei uns. Wir müssen nur auch diesmal wieder schauen, dass wir irgendwie Seeds bekommen und so. Ja, das sollte ja gehen. Ja, genau, hier ist hohes Gras. Ich habe Flachs und einen normalen Seed. Das ist Zwei gut. nochmal. Das heißt, von beiden Seeds 2. Wunderbar. Apropos, ich brauche ja wie immer den Timer. Ich trottel ich. So. Wunderbar. Okay. Schuppdidu. Irgendwann sollte das Holz reichen, aber nachdem das Haus ja nicht das kleinste werden soll, nehme ich lieber mal zu viel Holz mit als zu wenig. Genau. Außerdem zu viel Holz geht fast nicht, weil du brauchst es eh für alles. Ja, für den Technikkram nicht, da brauchst du mehr Eisen, aber... Ansonsten halt wohl so ziemlich alles. Stimmt schon. Gut. Dann crafte ich mir mal eine Spitzhacke. Und gehe hier irgendwo in... Na, da ist ja schon etwas Stein.
muss ich gar nicht irgendwo runtergehen, da kann ich auch gleich hier anfangen. Und dann fange ich einfach mal an, hier ein bisschen Stein zu sammeln und Kohle zu suchen. Wie auch beim ersten Mal schon. Heieiei. Das ist witzig, wenn du ganze Bäume auf einmal abfällst. Das sieht auf der Minimap ziemlich witzig aus. Ja. Aber auch nur, wenn die ganzen Blätter auch mit despawnen. Ja, natürlich. Aber es sieht witzig aus. So, Ofen und Steinspitzhacke. Und dann mache ich doch einfach nochmal eine Steinaxt und eine Steinschaufel. Nur damit ich das Zeug auch noch habe. Ab welcher Höhe kommt Kohle vor? Keine Ahnung. Mit den Höhen habe ich nie irgendwas gewusst. Ich habe es halt einfach gesucht. Auf der Höhe 63 gibt es auf jeden Fall Eisen. So viel ist schon mal sicher. Gut. Habe ich Eisen, aber genau, leider noch keine Kohle. Aber wozu kann man denn Holzkohle machen? Zack, und dann packen wir hier so. Hallo, Mr. Baum. Hallo, Mr. anderer Baum. Mr. Alternativbaum. So. Ich habe eine gute Menge Holz. Ja, ich auch schon, die Kiste. Ich würde mal sagen, das geht schon. So für den Anfang. Und... Jo. Fail. Was? Vom Baum gesprungen. Warum bist du überhaupt auf den Baum geklettert, Alter? Weil es Spaß macht. Verrückter Junge. Erstmal dicken bisschen Wolle sammeln gehen. Schwein haben wir sogar auch um die Ecke, das ist ja noch besser. Läuft bei uns. Ja. Zuckerrohr habe ich auch schon gefunden. Oh, sehr geil. Ja, ich sehe es auch. Und da ist ein Rubber Tree. Also ich muss sagen, gut, dass die Aufnahme verkackt ist. Ja, weil die ist irgendwie Welt hier geiler. Deutlich besser. Es wird dunkel, ich baue mal schnell zwei Betten, dann können wir uns schon mal hinlegen. Jo. So, und eins und zwei. Und ich lege mich schon mal hin. So, wunderbar. Gut. Dann warte, möchtest du einfach hier einen Steinspitzhack und eine Holzspitzhack haben, dann kannst du schon mal runter in die Mine gehen. Okay. Ich chill derweil hier und Bauhaus. Zumindest fange ich an, Haus zu bauen. Digga, ich digge. Hier den Boden unter den Füßen. Oh, sorry. Hast du schon irgendwo eine Mine angefangen? Ja. Ah, da hinten. Genau.
Sand hat hier noch keinen eigenen Sound. Natürlich nicht. Das ist ja auch die 125. Clay hingegen schon. Wie hier einfach mal alles ist. Also Erde, Sand und Clay. Zusammengepresst auf einen kleinen Haufen. Das ist ja Massenhaltung von Oberfläche. Wie heißt das dann bitte? Massenblockhaltung? Genau. Ich hab wieder Marbel. Du und dein scheiß Marbel, Alter. Diesmal könnten wir das Haus irgendwie damit bestücken. Dann hätte ich aber eher... Ja, können wir schon machen. Wobei ich tatsächlich Basalt schicker finde als Marbel. So leuchtet's hier. So, hä? Weil du einen Creeper gefunden hast. Ja, aber hier leuchtet's. Klingt witzig. Warte, ich komme mal eben vorbei. Oder hier ist hell. Das will ich sehen. Tatsache. Lol, Wood. Warum ist es hier hell? Ja. It's not a bug. It's a feature. Hey, du hast Eisen hier. Homo. Ich baue gerade erst noch die Kohle ab. Aber Eisen ist wichtiger als Kohle. Wobei, ja doch. Ist es halt einfach wirklich. Gut. Ach, und hier hinter dem Gravel war Kupfer. Oh. Warum passiert das eigentlich jedes Mal, bitte? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich mich zu sehr aufs Mining konzentriere. Das könnte sein. Ich brauche wieder hier und... Jetzt ist es wieder dunkel hier unten. Ach, ich liebe Bugs. Schmecken so gut. Schon mal Käfer gegessen? Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, ich will es auch gar nicht probieren. Alter, jetzt ist schon der Nächste. What ja, du solltest ausleuchten, wenn du irgendwo hingehst. Ich habe ja keine Fackeln. Aber du hast doch Kohle, dann... Ja, gerade halt gefunden. Ach so, ja, stimmt. Also muss ich eh erst wieder hoch, um Fackeln zu machen. Oh, das war gut von mir. So. Bitter finde ich ja, das Einzige, was ich irgendwie schade finde, ist, dass es, also, wie heißt, Towncraft nicht gibt, also sowas wie Portable Hole und so. Naja. Witzig gewesen, aber macht ja nichts. Muss ja nicht sein. Nee, eben. Dafür gibt es ja andere Feature in Tacket. Wie die Energy Flower. Ach. Schade eigentlich, dass der Equal Exchange 2 nicht mehr auf aktuelle Version geupdatet hat für Leute, die die Flower noch wollen. Ja. Das wäre irgendwie noch witzig. So. Dann... Passt das auch soweit? Dann muss ich noch hier die ganzen Bäume abholzen, damit ich hier das Gebiet frei kriege.
Und ansonsten weiß ich gar nicht, wie groß das Haus denn sein soll. Also da ist eine Ecke. Machen wir doch hier eine Ecke. Hier ist auf jeden Fall auch eine Ecke. Machen wir hier noch so eine Ecke. Hier ist noch eine Ecke. Oder? Nee, nee. Moment, dann machen wir die Ecke einfach hier. Muss ich hier nämlich nicht so viel wegdicken. Hier noch so eine Ecke. Und das war's dann schon. Sei denn, nee, warte, warte, warte. Dann machen wir hier auch noch eine Ecke und hier noch eine Ecke und bauen da noch einen Raum rein. Oder nicht nur einen Raum, sondern an sich bauen hier einfach noch ein Stück weiter. Weil wie gesagt, das Haus soll ja nicht winzig werden. Und mittelgroß soll es auch nicht werden. Ich will ein gigantisches Haus haben. Eine Villa trifft's vielleicht. Ja. Wo jeder einfach seinen eigenen Stuff machen kann, auf den er gerade Bock hat. Fail. Moment, Moment. Hier muss wieder weg. Da noch eine Wand hin und da noch so eins. Ich habe schon wieder ganz gut Kohle. Das freut mich schon mal. Doch, ich muss sagen, das Gebiet wird schön groß. Wir werden hier schon gut was abtragen müssen. Naja, kann man ja machen. Kann man mal machen. Mir gehen die Spitzhacken aus. Und craft immer Eisen. Spitzhacken natürlich nicht, Eisen craften. Geht ja noch nicht. Noch haben wir keinen Philosopher's Stone. Ich würde mal sagen, ich habe hier knallhart gefailt. So. Hälfte ist schon mal durch. Wir könnten ja... Nee, könnten wir nicht. Dafür haben wir nicht genug Clay. Einfach mal absolut nicht genug Clay. Was machst du denn? Alter Falter. Ich hab Spaß. Das hört man. Aber wir sind auch schon über der Zeit drüber, Dicker. So harten Spaß muss ich nicht haben. Wie du dein Zeug wiederholst, seht ihr dann bei ihm in der Aufnahme. Bis zur nächsten Folge. Genau. Ciao.